Ist es möglich, dass du schon nach 7 Minuten in einen luziden Traum gleitest? Ist es möglich, dass du dann alles in deinen Traum holen kannst, was du möchtest? Dass du fliegen kannst wie ein Vogel oder über das Wasser gehen? Dass du küssen kannst, wen du willst, haben kannst, was du willst, sein kannst, wer du willst? Ist ein solcher luzider Traum schon nach 7 Minuten möglich, wenn du dieser Meditation folgst? Ja, ja, das kann gelingen. Lass dich einfach treiben mit dem Fluss meiner Stimme, denn er wird münden in einen wunderbaren, luziden Traum. Mein Name ist Martin Wehle und wenn du magst, kannst du auch gern mal in mein kostenloses Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis, reinschauen. Link unter diesem Video. Gut möglich, dass dein Verstand dir zuruft: Das luzide Träumen ist doch viel zu anspruchsvoll, um es in so kurzer Zeit zu lernen. Und weißt du was? Solange du das glaubst, wird es genau so sein. Es liegt also an dir, ob du dich von diesem Glaubenssatz einschränken lassen willst oder ob du lieber einen neuen Glaubenssatz wählst, der in deinem Denken alle Türen öffnet. Was ist nützlicher für dich? Was ziehst du vor? Ich vermute einfach mal, du ziehst den Glaubenssatz vor, dass luzides Träumen ganz einfach ist, dass du es schon in kürzester Zeit lernen kannst. Und jetzt habe ich eine Nachricht, die noch viel besser ist. Eine Nachricht, die du eigentlich schon kennst. Du kannst bereits jetzt luzide träumen. Du musst es nicht komplett lernen. Denn wenn du etwas nachdenkst, fallen dir Situationen ein, in denen du deine Träume schon gesteuert hast. Vielleicht warst du kurz vorm Aufwachen, aber wolltest deinen Traum noch nicht loslassen, wolltest in diesem Traum noch etwas Schönes erleben. Und in dieser Situation hast du dann die Entscheidung gefällt: Ich mach die Augen jetzt nicht auf. Ich träume einfach weiter. Und sehr gut möglich, dass du deinen Traum in eine Richtung gesteuert hast, die dir besonders gut gefallen hat. Was, wenn nicht das, ist ein luzider Traum? Lass dir also von niemandem einreden, dass luzides Träumen eine Kunst sei. Es ist ganz einfach und ganz natürlich. Jeder kann solche Träume haben und jeder, auch du, hat sie schon gehabt. Und je länger du meiner Stimme lauschst, desto bewusster wird dir, dass dir schon in dieser Nacht, schon in wenigen Minuten, ein luzider Traum gelingen wird. Du musst dazu nur ein einziges Geheimnis kennen. Ich verrate es dir gleich. Es ist der Schlüssel für alle luziden Träume. Vorher lohnt es sich, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst. Denn mit der Ruhe deines Körpers, mit der Ruhe deines Geistes, fällt es dir leichter, immer leichter, einen luziden Traum
anzuziehen. Was tut dein Mund? Er atmet. Er atmet ein und er atmet aus. Und was musst du dazu beitragen? Nichts. Dein Mund atmet ganz von alleine. Er atmet ein und er atmet aus. Er atmet ein und er atmet aus. Ist das nicht herrlich, wie alles von ganz allein passiert? Genau so ist das auch beim luziden Träumen. Es passiert ganz von allein, auf ganz natürliche Weise. Nur musst du das Geheimnis, diesen wunderbaren Schlüssel kennen. Gleich gebe ich dir diesen Schlüssel in die Hand. Vorher solltest du dich fragen, was genau du mit diesem Schlüssel anfangen willst, also wie du deine luziden Träume gestalten möchtest. Es ist eine wunderbare Vielfalt von Möglichkeiten, die sich dir bietet. Du kannst in deinem Traum alles sein, was du willst. Alles tun, was du willst. Alles erreichen, was du immer schon erreichen wolltest. Du kannst ein Held oder eine Heldin sein. Du kannst lieben, wen du lieben willst. Küssen, wen du küssen willst. Gesund sein, wie du gesund sein willst. Du kannst an jedem Ort sein, zum Beispiel auf der allerschönsten Palmeninsel. Du kannst in jeder Zeit sein, zum Beispiel in den frühen Jahren deines Lebens oder im alten Rom. Alles, wirklich alles, ist möglich. Und ich bin sicher, ganz, ganz sicher, dass dir dieser Gedanke an die Möglichkeiten schon ein himmlisches Wohlgefühl verleiht. Du hast die Chance, du hast die Macht, alles nach deinen Wünschen zu gestalten. Hör dir jetzt die folgenden Fragen an und achte darauf, was dein Unbewusstes antwortet. Erstaunlicherweise hat es immer, immer eine Antwort, denn es ist klüger, es ist weiser als dein Verstand. Dein Unbewusstes weiß genau, was zu dir passt und was dich beglückt. Also, ich frage dein Unbewusstes, wohin willst du reisen in deinem luziden Traum? Was willst du tun in deinem luziden Traum? Welchen Körper willst du haben in deinem luziden Traum? Wer willst du sein in deinem luziden Traum?
Wen willst du treffen in deinem luziden Traum? Und woran merkst du, dass dein luzider Traum schon ganz, ganz nah ist? Woran merkst du, dass die Bilder der Wirklichkeit allmählich verblassen, die Bilder des Traumes aufziehen und du diese Bilder allmählich steuern kannst? Woran merkst du, dass du deinen heutigen Traum bestimmen kannst, gestalten kannst, nach Belieben etwas daraus machen? Und jetzt verrate ich dir das Geheimnis der luziden Träume, diesen wunderbaren Schlüssel, der die Tür zu ihnen öffnet. Ein luzider Traum gelingt dir immer dann, wenn du bemerkst, dass du am Träumen bist. Wenn du also, während du träumst, denken kannst: Ach, schau mal an, ich träume gerade. Jetzt ist es nur noch ein Kinderspiel, dass du in Gedanken sagst: Wenn ich schon träume, dann will ich, dass in meinem Traum nur das geschieht, was ich gerade will. Du wirst sehen, dass es keine Frage ist, ob das Gewünschte eintritt, denn es tritt in jedem Fall ein. Denn woraus bestehen deine Träume? Sie bestehen aus Gedanken. Und wer steuert diese Gedanken? Natürlich bist das du. Du allein steuerst deine Gedanken. Du allein gestaltest deine Träume. Und wenn du willst, dass es in deinem Traum Goldtaler regnet, dann regnet es Goldtaler. Und wenn du willst, dass dich in deinem Traum der Prinz oder die Prinzessin küsst, dann wirst du von ihm oder ihr geküsst. Und wenn du willst, dass du in deinem Traum über eine Frühlingslandschaft fliegst und dich mit den Schmetterlingen unterhältst, dann fliegst du über eine Frühlingslandschaft und dann plauderst du mit den Schmetterlingen. Vielleicht wirft dein Verstand, der immer viel langsamer als dein Unbewusstes ist, vielleicht wirft er noch die Frage auf: Aber wie soll ich merken, dass ich träume, obwohl ich dabei doch am Schlafen bin? Das geht ganz, ganz einfach, denn wir tun immer mehrere Dinge zur gleichen Zeit. Während wir wach sind, träumen wir ein wenig. Du kennst solche Wachträume bestimmt, bei denen deine Gedanken abschweifen. Und während wir schlafen, sind wir ein wenig wach. Du kennst das bestimmt, dass du im Schlaf dennoch Geräusche wahrnimmst oder es mitbekommst, wenn sich zum Beispiel dein Partner zu dir ins Bett legt. Nur ist es wichtig, dass du dein Unbewusstes auf die entscheidende Frage programmierst, und die lautet: Bin ich wach oder bin ich am Träumen? Wenn du dir diese Frage oft genug stellst, zum Beispiel auch tagsüber bei deiner Arbeit, wenn du Sport machst
oder vor dem Computer sitzt, dann wirst du oft zu der Antwort kommen, ich bin wach. Und das prüfst du dann, indem du dich zum Beispiel kneifst und dich fragst, tut es tatsächlich weh? Oder indem du einen Kugelschreiber fallen lässt und dich fragst, fällt er tatsächlich runter? Gelten die Naturgesetze also? Und jetzt kommt der Clou. Je öfter du dir diese Frage stellst, ganz automatisch stellst, desto eher wirst du sie auch im Schlaf, beim Träumen aufwerfen. Bin ich wach oder träume ich? Und wenn du dich diesmal kneifst, wird es sich anders anfühlen. Vielleicht tut es nicht weh. Und wenn du den Bleistift fallen lässt, kann es sein, dass er nach oben schwebt. Und wenn du schnell mit den Armen schlägst, ist es möglich, dass du einfach abhebst, wegfliegst und bis hinauf in den Sommerhimmel steigst. Denn die Naturgesetze gelten in deinem Traum nicht mehr. Und jetzt weißt du, dass du dich in einem luziden Traum befindest. Und jetzt kannst du diesen Traum nach Belieben steuern. Es ist einfach, ganz einfach. Es kann dir schon in der ersten Nacht nach wenigen Minuten gelingen, und es gelingt dir immer sicherer, je öfter du dir diese Fragen stellst, je öfter du das luzide Träumen anwendest. Und vielleicht spürst du schon, dass dir gleich ein luzider Traum gelingen wird, oder befindest du dich jetzt schon in einem luziden Traum? Bist du schon in der Lage, das, was geschieht, zu steuern? Kannst du meine Stimme zum Beispiel ausblenden? Oder sie Dinge sagen lassen, die ich gar nicht sage? Achte genau darauf, ab wann dein Traum beginnt, ab wann die Naturgesetze nicht mehr gelten, ab wann du der große Kinoregisseur deines Traumes bist. Ich wette, dass die Vorfreude schon durch deinen Körper kribbelt und ihn völlig entspannt. Ich wette, dass die Traumbilder, die du gerade schon vor Augen siehst, sich noch mit der Wirklichkeit abwechseln, zum Beispiel mit meiner Stimme. Und ich bin sicher, gleich wirst du sie steuern können. Gleich hast du einen luziden Traum. Du träumst luzide in dieser Nacht. Du steuerst deinen Traum. Du wirst deine Träume künftig ganz oft steuern. Du träumst schöner als je zuvor. Und du träumst intensiver. Und damit all das gelingt, ist es ganz wichtig, dass du diese Hypnose so oft wie möglich hörst und lass die Affirmationen, die jetzt folgen, unbedingt weiterlaufen, auch wenn du merkst,
dass du einschläfst. Darin besteht ja gerade der Zauber. Diese Affirmationen erreichen und steuern dich, wenn du schon träumst. Und so wird dein luzider Traum ganz leicht und ganz spielend gelingen. Ich schlafe tief und fest. Ich fühle mich vollkommen wohl. Ich merke, dass ich zu träumen beginne. Ich verfolge meinen Traum wie ein Beobachter. Ich merke, dass ich meinen Traum beeinflussen kann. Ich bin in der Lage, meinen Traum zu steuern. Ich kann träumen, was immer ich will. Ich kann mir eigene Träume erschaffen. Meine Träume gehorchen meinem Willen. Ich kann mich so stark träumen, wie ich will. Ich kann mich so schön träumen, wie ich will. Ich kann mich so klug träumen, wie ich will. Ich kann mich so glücklich träumen, wie ich will. Ich kann mich so liebend träumen, wie ich will. Ich bin der Schöpfer meiner eigenen Traumwelt. Ich kann Dinge geschehen lassen, die mir gefallen. Alles gehorcht dem Traum, meinem Willen. Ich schlafe tief und fest. Ich schlafe fest und tief. Ich träume wundervoll. Meine Träume machen mich reich. Meine Träume entspannen mich. Meine Träume faszinieren mich. Meine Träume bereichern mein Leben. Meine Träume vertiefen meine Erholung im Schlaf. Meine Träume haben eine positive Wirkung auf mich. Meine Träume sind ein eigener Planet. Und der Planet meiner Träume gehört mir ganz allein. Ich kann im Traum die Naturgesetze brechen. Ich kann unter Wasser atmen im Traum. Ich kann fliegen wie ein Vogel im Traum. Ich kann unsichtbar werden im Traum. Ich kann auf 7 Meilenstiefeln laufen im Traum. Ich kann im Traum durch Wände gehen. Ich kann im Traum alles auf der Welt besitzen. Alles ist mir möglich im Traum. Alles fliegt mir zu im Traum. Meine Träume sind eine Schatzkiste. Und ich schöpfe aus meinen Träumen die wunderbarsten Gefühle. Ich kann luzide träumen. Ich kann klar träumen. Ich bin mit meinen Träumen glücklich. In meinem Traum geschieht, was immer ich mir wünsche. In meinem Traum geschieht, was immer gut für mich ist. Und was im Traum geschieht,
wird für mich dadurch wirklicher. Und was im Traum geschieht, erweitert meine Möglichkeiten im Leben. Und was im Traum geschieht, macht mich zu einer reiferen Persönlichkeit. Meine Träume sind mein Glück. Meine Träume sind mein Geheimnis. Ich steuere meine Träume. Ich lenke meine Träume. Ich bin der Regisseur meiner Träume. Was ich will, geschieht in meinen Träumen. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Träume entspannen mich.
alles auf der Welt besitzen. Im Traum kann ich alles auf der Welt erreichen. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich schöpfe aus meinen Träumen die wunderbarsten Gefühle. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Die Träume gehorchen meinem Kommando. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Geschieht heute Nacht, was immer ich mir wünsche. In meinem Traum geschieht heute Nacht, was immer gut für mich ist. Und was in meinem Traum geschieht, wird für mich dadurch wirklicher. Und was im Traum geschieht, erweitert meinen Horizont. Sind
Ich fühle mich vollkommen wohl. Ich merke, dass ich zu träumen beginne. Ich verfolge meinen Traum wie ein Beobachter. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich merke, dass ich meinen Traum beeinflussen kann. Ich bin in der Lage, meinen Traum zu steuern. Ich kann träumen, was immer ich will. Ich kann mir eigene Träume erschaffen. Faszinieren mich. Meine Träume bereichern mein Leben. Meine Träume vertiefen meine Erholung im Schlaf. Meine Träume haben eine positive Wirkung auf mich. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Thank you.
Dieser Planet meiner Träume gehört mir ganz allein.
was im Traum geschieht, erweitert meinen Horizont im Leben. Was in meinem Traum geschieht, macht mich zu einer glücklichen Persönlichkeit. Meine Träume sind mein Glück. Meine Träume sind mein Geheimnis. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Thank you.
er weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt.
beeinflussen kann. Ich bin in der Lage, meinen Traum zu steuern. Ich kann träumen, was immer ich will. Ich kann mir eigene Träume erschaffen. Alles auf der Welt besitzen. Im Traum kann ich alles auf der Welt erreichen. Ich bin ein Traum.
was in deine Schatzkiste. Und ich schöpfe aus meinen Träumen die wunderbarsten Gefühle. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern. Die Träume gehorchen meinem Kommando. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Die Träume lassen geschehen, was immer ich will. Ich bin glücklich mit meinen Träumen. Geschieht heute Nacht, was immer ich mir wünsche. In meinem Traum geschieht heute Nacht, was immer gut für mich ist. Und was in meinem Traum geschieht, wird für mich dadurch wirklicher. Und was im Traum geschieht, erweitert meinen Horizont. Was in meinem Traum geschieht, macht mich zu einer glücklichen Persönlichkeit. Meine Träume sind mein Glück. Meine Träume sind mein Geheimnis. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt. Ich bin der Regisseur meiner Träume. Was immer ich will, geschieht in meinen Träumen. Ich bin ein Träumer, der weiß, dass er träumt.
alles auf der Welt besitzen. Im Traum kann ich alles auf der Welt erreichen. Ich kann luzide träumen. Ich kann meine Träume steuern.
was in meinem